Okay, hatte Kali wieder überholt. Puh, was? So, hier soll irgendwo ein Notsignal sein. Du denkst mal, ja, wunderbar. Ich mache heute übrigens auch was länger. Wir werden auf jeden Fall Dinkum dann das Spiel von 23:30 bis 2 Uhr. Und danach werde ich mal gucken. Ne, dann ist Feierabend. So, hier soll ein Notsignal sein. Oh, hier, da ist es doch. Mechanisches Geräusch. Mayday, Mayday. Cool, komm rein. Mayday, Mayday. Okay, das war's. Das war's einfach schon. So, komm, machen wir das hier auch mal noch schnell. Leute, interrupted ein. Ist das so? Das wusste ich nicht. Ich dachte, mit dem Schild interrupted er nicht. Oh, das war er doch schon, ne? Wilde Luzi. Komm, den haben wir auch noch weg. Was ist denn das? Strom oder Eis? Alles klar. Frage beantwortet. So, Hanna will dich sehen. Machen wir das hier noch? Ah ne, das ist ja auch da oben. Wo ist denn jetzt die andere Nebenquest? Wir sollen irgendein Karussell fahren, aber ich bin ehrlich gesagt, da stehe ich gerade ein bisschen... Oh, Nebenmission. Kostprobe des Meeres. Allgemeine Wartung. Das ist es, ne? Attraktion, genau hier. Mission verfolgen. Mission wird verfolgt. Das ist da oben, oder nicht? Das müsste doch da oben sein. So, komm, gehen wir nochmal hoch. Kali muss mir übrigens noch 2 Grafiken machen. Kann ich dir die beschreiben? Kannst du die morgen machen? Die 2 kleinen? Was ich hier schon mal gesagt hatte? Ja. Ist ja glaube ich, nichts Wildes. So. Ja, ich soll hier mit dem Karussell fahren. Ist das egal, welches oder was? Einfach jetzt da reinsetzen, irgendwie. So, fahren mit der Achterbahn. Ach so, fahren mit der Achterbahn. Cool. Wo ist denn der Eingang? Da, ne? Oha, das ist cool. Sieht aus wie die wilde Maus aus Köln-Deutz. So, komm, kleines Feuerwerksgerät. Oh, da kommt sie, da kommt sie. Wo wollen wir sitzen? Hinten, ne? Da wirst du schön durchgeschleudert. So, komm, let's do this. Nüt, nüt. Aber den Kameramodus aktiviert. Mal gucken, was passiert. Muss ich noch was drücken oder? Oh, warte mal, der Kameramodus, da habe ich das Gefühl, man verpasst ein bisschen was, ne? Oh, das ist doch eine schöne Ansicht. Yeah! Scheiße. Hey.
Ah, die liegt aber sehr wackelig da drin, ne? Muss ich ja mal sagen. Sehr, sehr wackelig. Aber es ist eine lustige Sache. Das sehe ich jetzt schon, die Events. Irgendwann wird es hier ein Festival-Event geben, wo hier alle Spieler einfach nur hier rumrennen und ganz viele Sachen probieren zu erledigen. Ja, cool. Und das war's schon. Schade. War ein bisschen easy. Oh. Ist aber was kaputt, habt ihr gesehen? Nicht gut. Wenn es zischt und klimpert, hat der Hannes stark gezwinkert. So, während der Vorbereitung für die Feuerwerksshow ist ein Problem aufgetaucht. Die Ursache ist derzeit unbekannt. Dürfte ich dich bitten, zu den Kronenminen zu gehen, um einen Feuerwerksexperten zu finden? Und das nötige Material zu besorgen? Ja, anscheinend. Jetzt können wir noch nicht mal sagen ja oder nein. Es sagt einfach mach. Ja moin, das ist ja am anderen Ende der Welt. Bist du... Are you sure, my friend? Are you entirely sure? Da ist das. Feuerwerk. Ach du Scheiße. Egal, da können wir ja zum Glück hinreißen. Dann machen wir das doch direkt. Summer of Fantasy. Ich muss noch meine Dailies machen. Machen wir direkt mal hier nach der Feuerwerksmission. So. Wo muss ich denn hin? Da. Da unten oder wo ist das? Was ist das denn? Was zur Hölle ist das? Yeah, okay. Cool. Ja, jetzt wollte ich gerade eigentlich Mission machen und schon wurde ich wieder abgelenkt. Scheiß Spiel. Aber wo geht das Ganze denn los? Ja, anscheinend nicht. Red ist nicht aktiv. Wie aktiviere ich das denn? Da oben ist da eins. Muss ja eigentlich immer ein aktives geben, oder nicht? Alter, da oben, das ist aktiv. Ach du Scheiße, alles klar. Komm, wir gucken mal, ob wir das schnell gemacht kriegen. Nein. Jo. Ich lauf mal dahin, ne? Ich würde eigentlich mit meinem Arm da mich rüberhangeln, aber naja, das war wohl nix. Traurig. Okay, hier ist gesperrte Zone, da kann man auch nicht lang. Das hin, keine Sorge. So, von hier aus kommen wir auf jeden Fall bis darüber. So, das sieht auf jeden Fall ziemlich aktiv aus. Was haben wir hier Schönes? Keine Ahnung, mitnehmen. Ah. So, das Gerät aktivieren. Ah, das ist leider nicht korrekt. Es ist kaputt gegangen. Ach nein, okay, gut. Es hat aber das da hinten aktiviert. Alles klar. Spider-Man, Spider-Man. Der Spider-Man ist ein zweiter Man. Was?
Moin Genickpo, ich grüße dich. Are you fit? Oh nein. Oh oh. Ich bin dumm, Leute. Ich bin leider a little bit dumm. Was? Was? Hä? Was? Oh, warum fliege ich nicht eigentlich ganz bequem darüber? Kann das mal einer sagen? Das schafft man sowas von easy. Ja komm, ich fliege da jetzt ganz easy rüber. Gleich werden wir es können. Ich muss ja hier noch ein paar Sachen abholen. Huch, ich shop da will ich. Holen mir ans Küche. Du bist ja mittlerweile weiter als ich. Ja, dabei spiele ich noch nicht mehr. Hab gestern leider kaum gespielt. Ah. Aber naja, Kali ist extrem weit, Digga. Ich spiele jetzt auch erstmal diese Woche jeden Tag, damit ich immer ans Max-Level komme. Ich möchte nämlich nicht hinterher stehen. Also genick hoch ranhalten, ne? Aber auch nicht wirklich gefehlt. Ja, dann wird's auch Zeit. Genick hoch, sag mal. Gibt das nicht doch voll fett EP. Guck mal, direkt schon wieder Level up. Nur weil wir dreimal Mia gemacht haben. Dafür habe ich Valorant gespielt. Ja, das ist natürlich auch eine feine Alternative. Auf jeden Fall. Sage ich ja gar nichts gegen. So, wir sind Level 33. Noch 200 Sachen hier abholen. Kapitel 5. Was ist denn eigentlich aktuell Max-Level? 38. Achso. Aber nur auf unserem Server. Das ist der einzige Server, den es gibt, wo 38 Max ist. Alle anderen haben 40. Okay. Unser Server ist der einzige, der um einen Tag hinterher hängt. Warum auch immer. Wahrscheinlich wurde er einen Tag später gehostet. So, kommt noch die Daily Vorratskiste. Auch. Oh, ich kann mittlerweile übrigens wieder fliegen. So, gestern war 36. Nee, nee. Achso, stimmt. Heute ist 38. Genau, heute ist... Ja, ja, 38 ist heute Maximum. Hier könnt ihr es übrigens auch immer sehen, was Max Level ist. Ja, 38. Kann man immer jederzeit angucken auf C. Moin, ich grüße dich, Fami. Was geht? Jo, was ist denn heute los, Mann? Fami! Schon 13 Monate in Folge. Danke für deinen Prime-Sub, Digga. Und tendenziell an alle ein riesen Dank, die ihr jeden Monat reinsappen. Ne? Ich kann meine Stromrechnung bezahlen. Danke, danke, danke. Fettes Dankeschön. Muss man immer mal zwischendurch sagen. Ist nicht selbstverständlich, einen kleinen Streamer zu unterstützen. Ne? Na komm. Oh, das hier noch? Ja. So, let's activate the Riss. Und jetzt? Sieht schon nice aus. Ah, so ein Aufriss dafür. Ja, geil. So, ich will eigentlich gar nicht, dass ihr upgraden, Leute. Ich freue mich eigentlich auf den Moment, wo... Ja, ich freue mich eigentlich auf... Ja, komm, einmal mache ich.
Ich freue mich aber eigentlich auf den Moment, wo wir mal lilane Sachen bekommen. Weil eigentlich ist es Verschwendung, seine blaue Rüstung zu upgraden. Upgraden. Ihr wisst, ne? Unser Schwert. Können wir das eigentlich mittlerweile wieder upgraden? Ich guck mal eben. Wir haben nur eine Kiste. Den Würfel brauchen wir, ne? Ja, genau. Oh, wir haben noch eine Kiste. Ah. Und sonst haben wir keine Kisten mehr. Schade. Nur eins? Ganz ehrlich, hol ich mir zwei. Nein! Okay, gut. Geht noch gar nicht. Aber egal, habe ich die schon mal. Mit Hems. Und? Nein, ist es nicht. Da die Werte übernommen werden, bis auf die Sterne. Hä? Wie Werte übernommen werden? Bis jetzt habe ich einfach... Hä? Du tauschst doch immer aus. Oder kannst du die auch upgraden? Moment, kannst du die erweitern, dass die Werte werden übernommen? Also ich kriege ja hier irgendwann was Neues, das packe ich hier rein. Und das ist dann wieder Level 1. Verstehe jetzt nicht, welche Werte dann übernommen werden. Angenommen, ich droppe jetzt irgendwann einen SSR-Ausrüstungsgegenstand. Also bis jetzt war es immer weg. Das ist der Slot-Dämon? Ich habe da halt noch nie drauf geachtet. Ah, okay, krass. Nee, dann ist ja... Ah, okay. Finde ich einerseits cool, andererseits ein bisschen blöd. Aber dann lohnt sich das ja doch alles zu upgraden. Ja, aber ich musste doch... Gut, dann. Wenn das so ist, dann... Ich traue dem noch nicht so. Jo, passt ja auch erstmal. Was sollen wir denn hier noch machen? Feuerwerksexperten finden. Der ist da unten irgendwo, ne? Wahrscheinlich. Der Feuerwerksexperte. Oh, da drüben ist ein... Mache ich den noch direkt? Ja komm, wir machen den da noch direkt. Nur die Sterne gehen weg. Ah ja, das ist cool. Komm, wir machen das mal ganz schnell. Liegt ja auf dem Weg. Also glaube ich zumindest, dass wir das mal schnell machen. Ladezeiten halt, ne? Man kennt's. Okay, wenn du einmal drin bist, geht's dann fix. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum das so lange dauert. Dann kommen bei mich bei. Haben wir Frank haben wir dabei? Ne? Okay. Nein! Yeah.
So, sehr gut. Ja. So, komm mal zum Papa, Leute. Komm mal alle zum Papa. Was will er denn jetzt hier? LOL! Mich hat's wieder reingebohrt. Nein, Alter. So, haben wir das auch noch fix gemacht? Komm schon raus mit dir hier. Keine Zeit. Sehr gut. Warte mal, nur die Sterne geben mir gesagt, der Bohrer noch zusätzlich. Da muss ich noch mal ganz kurz gucken. Nee, warte, Rucksack. Nur die Sterne gehen weg. Hier gibt's ja gar keine Sterne. Was genau für Sterne gehen weg, Bohrer? Sterne gehen weg. Nur Waffen haben noch Sterne, oder? Das heißt ja auch, wenn ich die jetzt ausrüste, hat die ja auch wieder 4. Aber die hat dann auch wieder 4. Nee, geil. Von der Ausrüstung. Die hat Sterne? Okay, meine anscheinend nicht. Meine anscheinend nicht. Kristallstaubshop. 100 Stück. Komm, mach ich mal. So, naja, geil. Gear verbessern und dann ausrüsten. Moment. Rucksack. Gear verbessern. Dann. Ach du Scheiße! Du Scheiß! Ach, und dafür brauchst du die Kristalle. Oh Gott. Dieses Game, Alter. Alles klar, okay, gut. Okay, aber da lohnt es sich halt hier nicht rein. Ich kann das ja mal machen. Da kann ich einmal eine hier machen. Aber da lohnt sich das ja tatsächlich nicht zu machen an sich, ne? Oh Gott, das waren alle Kristalle. War aber schnell weg. Ja, ich weiß. Ausrüstung zerlegen. Strong, alles klar. Gut, die behalte ich mal. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. So, komm, wir müssen jetzt hier noch was machen. So meinst du das, wenn du dieselben hast, kannst du die... Alles klar. Oh. Alles klar. Dann ist es sogar schlecht, wenn ich immer alle zerlege. So, ist das jetzt hier der Spezialisten? Hey Kim, weißt du, wie man Feuerwerkskörper herstellt? Oh, Feuerwerkskörper sind, die sind heutzutage sehr selten, weil wir nicht überall zu viel Ressourcen verfügen.
Ich bin einer derjenigen, wenigen, der weiß, wie man Feuerwerkskörper herstellt. Es ist weder kompliziert noch teuer. Aber ich will trotzdem etwas Gleichwertiges als Gegenleistung. Summer! Was genau kommt dir da in den Sinn? Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Mach dir keine Gedanken. Was mir Sorgen macht, ist für dich sicher ein Kinderspiel. Es ist eigentlich ganz einfach. In den Minen lungern immer noch Hyänen herum. Es könnte schwierig werden, sie auszumerzen. Aber wenn du sie einschüchtern könntest, damit sie den Bergbau nicht stören, kann ich dir helfen. Abgemacht! Ich freue mich schon auf deine Rückkehr, Spezialagent. Er nennt uns Spezialagent. Ich bin richtig gerührt und geschüttelt. Ah. So, die Minen. Oder geht's los? War ich noch nie? Glaube ich. Muss erst mal gucken, wie wir da reinkommen, ne? Ich glaube nicht, dass es hier lang geht. Probieren wir hier noch ein bisschen höher zu kommen. Wow, wow, wow. That was fucking close, my friend. Ey, ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen höher, ne? I'm not entirely sure where the entrance is. Wie wir hier schon wieder ganz viel Stuff haben. Kann man ja schon mal abholen, während wir wieder hier warten, weißt du? Auf unserem Flug.